So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, was ist Geotastic? Wir werden irgendwo auf Google Maps abgesetzt und müssen genau herausfinden, wo wir sind. Ich habe alles eingestellt, wir machen 3 Runden und lassen uns so viel Zeit wie möglich, aber übertreiben natürlich auch nicht. Und gucken mal, ob wir das schaffen und herausfinden, wo wir sind. Es geht los mit Runde 1. Oh, schöner Ausblick. Das sieht auf jeden Fall wild aus. Das ist doch schon wieder Nordmazedonien oder so. Warum Griechenland? Ich habe Griechenland ausgemacht. Wir können nicht in Griechenland sein. Wir sind aber in Griechenland, oder? Oder ist das Russisch? Nee, das ist Griechisch. Schöne Scheiße. Okay. Da müssen wir da ran. Au, Kaka. Au, das wird Stunden dauern. Griechenland ist... Also nach Indonesien würde ich... Ich würde sogar sagen, Griechenland ist schlimmer als Indonesien. Also, wenn man an einer guten Stelle startet und direkt zum Beispiel Rukani sieht auf der Karte, dann hat man natürlich gewonnen. Oder Kakadiotas. Aber ansonsten ist Griechenland echt anstrengend. Kakadiotas. Kapinisi. Okay, aber ich würde sagen, wir fahren noch ein bisschen weiter, oder? Die Orte sind jetzt sehr dicht beieinander. Vielleicht hier, Irakelayo, 28 Kilometer. Das könnte doch was sein. Irakelayo, Irakelayo. So, jetzt habe ich's. Und H auf irgendwas. Hüppak. Gut, wird das in der Zoom-Stufe auftauchen? Ich denke mal nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ah, Griechenland ist auch echt nicht so klein. Okay, schließen wir vielleicht erstmal die Seite aus. Ich hoffe, es ist nicht was ganz Kleines, Irakelayo. Ich meine, es kann durchaus vorkommen, dass in 28 Kilometern wirklich hier nichts kommt. Und dass das nächste 2 Einwohnerdorf ist. Aber... Oh Mann. Athen. Ich glaube, wir müssen wieder uns am Wasser orientieren, nicht? Um Wasser herausfinden, wo ist das Wasser? Ich habe zumindest Irak jetzt nicht spontan gelesen. Ja, jetzt 28 Kilometer in die Richtung, wo nichts ist vielleicht. Wir sind auf jeden Fall in einer Gegend, wo viel angebaut wird. Oder lieber in die Richtung Kalau oder Kariokutise. Oh. Ich meine, könnte da hinten Wasser sein? Ich würde am liebsten hier hoch, weil da fahren wir auf eine andere Ebene rüber. Hinter einem anderen Berg. Und wir fahren hoch, nicht? Das heißt, wir können noch weiter gucken. Das sieht aus, als ob da hinten nichts mehr kommt, nicht? Das heißt, wir könnten im Norden wirklich vielleicht Wasser haben.
Ich dachte, ich habe Griechenland von meiner Liste verbannt. Aber er hat neulich auch die 3 nicht gespeichert. Vielleicht ist das dasselbe Problem. Also entweder kann man nicht so weit gucken, weil es sehr neblig ist, oder da hinten geht's runter zum Meer. Aber ich sehe auch keinen Wasserhorizont. Hier könnte vielleicht... Aber... Es könnte auch einfach sein, dass hier Berge sind und da geht's wirklich runter ins Tal nur. Und dahinter sieht man nichts. Andererseits, wenn da ein Berg wäre, hinter dem Tal, nee, da ist Wasser, ne? Hier ist Wasser. Ja, da ist ein Strand, glaube ich. Und hier ist die Wasserlinie. Das ist zumindest ein anderer Blauton. Aber kann natürlich auch Lichtbrechung sein. Gut. Was bedeutet Wasser im Norden von Griechenland? Ungefähr gar nichts, sind immer noch 1 Million Orte übrig. Wir fahren eh noch ein Stück höher. Ich glaube, wir haben uns diesmal... Und da ist wieder so eine kleine Kirche. Guck mal, die haben wir beim letzten Mal, da habe ich auch irgendwie 2 Clips ständig gesehen. Hier, wieder so eine kleine Kirche. Und das bedeutet, in ein paar Metern müsste die Kirche in nicht wesentlich größer auftauchen. Das ist echt faszinierend. Das ist quasi so ein Hinweisschild auf eine Messe oder sowas, wie bei uns, nicht? Diese Kirchenschilder. Müsste hier irgendwo stehen, diese kleine Kirche. Vielleicht sehen wir sie nicht. Wenn wir Glück haben, sehen wir sie. Vielleicht ist sie auch in die Richtung. Ja, da ist die Wasserlinie, nicht? Jetzt sieht man es, glaube ich, besser. Oder es ist eine optische Täuschung. Der Himmel spiegelt sich. Ah, Kirche, wahrscheinlich irgendwo auf dem Berg eher oben. Hinter den Bäumen sehen wir diesmal nicht. Schade. Deswegen stehen die dann immer am Rand, nicht? Damit man weiß, ah, da kommt gleich irgendwo eine. Weil die übersiehst du ja sonst komplett. Warum sie nicht einfach ein Schild nehmen, sondern die Kirche in klein nachbauen? Ist eigentlich total süß. Der Friedhof von Carlos. Überbelichtet. Spielende Kinder. Ah, da ist sie doch. Doch noch gefunden. Aber trotzdem Baum davor. Hier hoch. Hier geht's weiter nach Duli. Ich hoffe, die oder die Straße? Ah, die hier wahrscheinlich. Tja. Ah, und hier ist der Hinweis auf die Kirche von der Seite. Gut, aber wir sind keine Kirchenfinder. Wir sind genaue Pinpointer. Da, schon wieder so eine Mini-Kirche. Aber auf die gab es keinen Hinweis, oder? Ich habe ihn übersehen. Boah, einfach so ein Bunker im Berg. Wobei es eigentlich clever ist, oder? Sich hier in den Berg zu graben. Warum das eigentlich nicht so historisch öfter gemacht wurde, sondern man die Häuser auf den heißen Berg gebaut hat. Ist doch eigentlich super komisch, oder? Also ich, gerade bei diesen Hängen und den Straßen, ich hätte doch viel mehr erwartet, dass man sich hier einfach was reinzimmert. Ich meine... Ob ich nun die Steine aus dem Berg rauszimmere oder mir die Wohnung in den Berg reinzimmere, das kann doch nicht schwieriger gewesen sein. So, aber okay. Nach Norden wird es ganz flach.
Und wir sehen Wasser. Das könnte zum Beispiel hier irgendwo sein. Sehe ich irgendwo Irak? Jetzt hätte ich mir mal die anderen Sachen noch merken müssen, nicht wahr? Wir können natürlich auch auf sowas hier sein. Ich weiß halt nicht, wie die Abdeckung ist. Die lassen sich ja relativ schnell abchecken. So, ansonsten können wir hier noch sein. Oder hier. Oder Iraklion. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, oder wir sind auf Kreta. Alles klar. Das ist gut. Deswegen sind wir auch nicht in Griechenland. Okay, das heißt, der Filter funktioniert noch. Wir sind nicht in Griechenland, wir sind auf Kreta. Ja, gut. Das macht natürlich Sinn. Dann zurück. Und jetzt suchen wir Rukani. Nach Norden Iraklio, 28 Kilometer. Wir können ja mal gucken. Das sind 10, das hier sind 20. Das hier sind 20, also sind wir ungefähr hier auf der Höhe. Und suchen jetzt Kalu oder Rukani. Das da. Das ist 1 Kilometer weit weg. Das da ist 5 weg. Okay. Das heißt, wir stehen hier. Da. Das ist es. Südosten, Süden, Südosten, Süden. Und du gehst rum nach Norden. Ja. Ich gehe nochmal an den Startpunkt. Wir stehen. Aber ein bisschen nördlicher oder so. Wie bin ich denn da hingekommen? Ich glaube hier, nicht? Jetzt geht's hier runter. An diese Kreuzung. Ja, okay. Das heißt, wir stehen in die hier. Und hier geht die Straße nach Westen weg. Also eventuell da. Straßennamen oder so sind Schall und Rauch in Griechenland. Das heißt, wir gehen in die östliche Straße und die erste, die abgeht nach Westen. Wir gehen die östliche, Norden. Norden, Osten. Oh, die östliche. Gehen wir rein. Und die erste in Norden, Osten, Süden, Westen. Die erste, die nach Westen geht. Das geht ja gar nicht. Warte nochmal. Wir fahren in die östliche von denen hier. Südöstliche. Südosten. Die andere geht nach Süden eher. Okay. Die führt nach oben. Sehen wir das? Sehen wir nicht? Okay. Das ist die erste Einfahrt. Das ist die hier. Dann geht die Straße nach fast Osten. Nordosten. Ja, aber mehr Osten. Ja, passiert sogar. Und du gehst nach Nordwesten. Ja, das passt besser.
Okay. Dann also dort. Ich zoome ran. Bango Bongo. 3,13 Meter. Die Plakette von Donut Sachs Auto ist 3,13. Und damit geht's schon in Runde 2. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Griechenland so schnell schaffen. Kreta. War ja nicht Griechenland. Okay. Gelbe Schilder, die Tout Direction anzeigen. Schöne, saftige Felder. Und komische Leitpfosten. Kannst du morgen an einem Tagebeaussichtspunkt vorbeifahren? Kommen wir nicht vorbei. Das ist zu groß, der Umweg. Und das ist sehr, sehr windig. Da fahre ich ungern lang. Also, das macht doch keinen Spaß. Weil dann fährst du auf der Bundes- oder auf der Landstraße. An sich sind die Aussichtspunkte ganz spannend. Das gebe ich zu. Aber es liegt halt gar nicht auf dem Weg. Starrein. Ist das schon wieder die Schweiz? Starrein liest. Kronenzeitung. Ja. Okay, Starrein. Wo starren wir denn rein? Nein, die Zeitung. In die Kronenzeitung. Denn Starrein liest. Immerhin lesen sie. So, vorhin waren wir bei Will. Da ist Stein am Rhein. Ja, wir haben nämlich für morgen eine Radtour geplant für die Leute in der Aufnahme. Habe ich ganz vergessen. Horn. Und wir fahren relativ weit nach Südosten morgen. Und ja, ist ein schönes Örtchen auf jeden Fall. Kommen durch Tagebauten durchaus vorbei, aber nicht direkt an den Aussichtspunkten. Sonst wird noch gefragt, warum? Was machst du denn da? Ja. Radfahren. Immer on stream, wer dabei sein will. Einfach mal Twitch einschalten. Meistens sonntags, wenn das Wetter es zulässt. Und natürlich muss Sommer sein, die Temperaturen passen. Wobei ich mich auf die Herbsttouren echt freue. Ich hoffe, der Herbst ist nicht verregnet, sondern wird so lauwarm. Aber dann wird das so genial. Also das wäre mein Traum. Nicht? Also langsam müsste ja auch der Siebenschläfer mit 7 Wochen Regen auch vorbei sein. Wobei ich sagen muss, der Sommer, bis auf das am Wochenende ständig regnet, gefällt mir bisher ganz gut. Aber das Wetter ist sehr unbeständig. Das nervt eigentlich am meisten. Stapulka. Ich meine, sehen wir Horn auf dem Ding? Ich sehe Wald. Ich sehe Rütli. Mehringen, Bern, Belb, Liss, Biel. Olten. Ich suche aber unter Minix. Frauenfeld. Ahorn haben wir auch gefunden. Sion. Murten. Deidelsberg. Delsberg. Ich dachte schon Baden. Ich dachte, Baden liegt in Deutschland. Okay. Ich brauche, glaube ich, eine Straßennummer. Da sind Meilen. Meilenwald. Haha. Nee, Appenzell, das kennt man auch noch. Wir fahren weiter. Nicht vorsagen. Sonst gibt's hier mal wirklich jetzt. Zack. Fürs Vorsagen. 600 Sekunden. Oh, wie kann ich ihn das rückgängig machen? Warte.
Ups. Ich wollte eine Sekunde machen. Upsi. Wie macht man das rückgängig? Wie finde ich das heraus? Ach ja, Leute. Wenn man einen Witz machen möchte, der schief geht. Modtools, wo sind sie? Ich find's jetzt nicht. Ich fahr mal nebenbei weiter. Während ich gucke. Monetarisierung, Charity, Streaming Tools, nee. Stream Manager, kommt man von da dahin? Chatverlauf, Werbepausen, nee. Wo sind denn die Tools? Followerliste, Clips, Auszahlung, nee, Entdecken, Streamübersicht, Recherche, Einstellung, Einstellung, da. Okay, ich weiß nicht, wie ich es rückgängig machen kann. Blockierte. Okay, weiß ich jetzt nicht. Falls jemand den Befehl kennt, kann er ihn mir gerne sagen. Okay, wir können hier nicht weiterfahren. Okay, das erklärt einiges. Back to start. Na, schöne Scheiße. Ah, Twitch ist auf jeden Fall auch ganz stark mit seinen Tools. Dass man so wenig Kontrolle manchmal drüber hat. Es gibt irgendwo eine Mod-Ansicht. Aber die finde ich nicht. So. Hier sind wir wieder hier. Okay. Durch die Stadt geht's nicht weiter. Dann fahren wir mal in die Richtung. Ein Fußballfeld. Oh, was war das? Eine Marienstatue. Okay. Nee, ich will auf der. Ich kann nicht auf der Hauptstraße weiterfahren. Oh no. Oh no. Da wird auf dem Feld gearbeitet. Und wir können echt nur in eine Richtung fahren die ganze Zeit.
Super, jetzt sind wir auf irgendeinem Waldweg gelandet. Ach, Kacke. Ach man, das ist doch scheiße hier. Also der Startpunkt ist auf jeden Fall nicht geil. Ja, und hier geht's nicht weiter. Das habe ich mir nämlich jetzt gedacht. Dann können wir eigentlich nur noch, da ist ein 5G-Mast. Nur noch nach in die Richtung, oder? Ging's hier auch nicht weiter. Dann haben wir nur diesen einen Ort, wenn wir Pech haben, als Hinweis, wenn es jetzt hier auch nicht weitergeht. Und da ist Stallapulka. Stallapinkel da. Puller. Da ist ein goldenes Ding. Also, dass die das noch draußen stehen haben, dass das keiner klaut, nicht? Eigentlich ein Wunder. Ein göttliches Wunder. Pff. So, hier haben wir doch noch mehr. Wingelhofer, Walkenstein, Starein, Weitersfeld, hilft mir alles null. Hölzeldorf, Puxdall. APV GmbH? Okay. Die Deutschen auch hier angekommen mit ihrer GmbH. Weintour. Ein Käfig voller Nahen. Weintour. Nee, mehr kann man nicht erkennen. Mehr kann man drauf nicht erkennen. Ah, Tee. Österreich. Gucke es einer an. Das sind doch wichtige Hinweise. So, aber ich glaube auch Horn, Walkenstein und Starein und Honig. Hier gibt es gratis Honig. Nee, leckeren Honig. Werden wir auch so nicht finden, oder? Österreich ist auch nicht so klein. Warum nicht in Linz? Denn in Linz beginnt's. Horn. Am Wörthersee. Gab es da nicht früher mal so eine Serie? Am Wörthersee. Spitta an der Drau. Zell am See. Das sagt einem auch noch was. Heinrichsdorf. Horn. Was hatten wir noch? Und Starein. Ischgl, das sagt einem auch noch was. Amstetten, St. Pölten, Geföll, Horn. Ha! Okay. Und das ist 13 Kilometer Richtung Südwesten, Norden, Osten, Süden, Westen. So, Pülkau. Geras. Starein. Okay, jetzt haben wir's. Wir sind wieder on track. Wir sind aber mitten auf dem Feld. Und Starein ist nordöstlich von uns. Kann das sein? Genau. Nordöstlich von uns ist Starein. Das heißt, wir sind südlich davon. Das heißt, irgendwo hier. Da ist Stapulka. Ups. Ah, oh, das Falsche gedrückt.
Und hier geht ein Weg nach Osten. Das ist der einzige, der nach Osten geht. Rauffahren auf den können wir nicht. Wir sehen noch nicht, ob der abknickt. Aber nördlich von uns, Nordosten, müssten zwei nach Westen und nach Norden abgehen. Ich meine, wenn der komische Weg eingezeichnet ist, müssten die auch drin sein. Ja, hier sind sie beide. Okay, dann sind wir da. Und wir stehen, ich würde sagen, wirklich da. 1,67 Meter. Wunderbar. Und damit kommen wir zu Runde 3. Okay, das ist einfach Ungarn. Düzgagiü, also zumindest in die Richtung. Was steht da? Wiestor? Es ist so überbelichtet, das Schild. Ütvözülükütütajabani. Okay. Ütdü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 d
schlafe und 3 Wochen später, auf einmal in der Nacht, wache ich auf und kann das. Und denke so, warum jetzt? Warum kann ich das jetzt? Warum? Oder Probleme. Warum habe ich das Problem jetzt gelöst, aber nicht vor 3 Wochen, als es relevant war? So. Und dann habe ich die komplett geile Idee, dann schlafe ich ein und das ist wieder weg. Könnte, ganz ehrlich, so viele Üs wie hier sind, könnte es auch noch Türkei sein. Gürürürürük, aber nicht die christliche Kirche verhindert das eigentlich. Und ich glaube, Albanien hat nicht diese Striche über den Sachen. Aber 100% sicher bin ich mir eh nicht bei sowas. Also da kann man immer sagen, wenn ich sage, ich bin mir sicher, sind es 30%. Ich weiß es, sind 50. Ah, sieht gut aus. Ja, da kannst du mal Twitch fragen, warum das so ist. Das weiß ich nämlich auch nicht, warum der gesamte Chatverlauf gelöscht wurde. Wie gesagt, ich wollte eine Nachricht löschen, aber anscheinend sind die Befehle anders. Es gibt auch irgendwo eine Mod-Ansicht, ich weiß aber nicht, wo die ist, wo man sehen kann, was gemacht wurde. Boris Riestan. Aber so ist es halt. Strafe muss sein. Strafe folgt auf dem Fuße. Auf dem Linienbus dürfte auch etwas zur Region gestanden haben. Die österreichischen Busse fahren über Bundeslandsgrenzen, sondern müssen irgendwo im Nirgendwo umsteigen in einen anderen Bus. Okay. Ja, das muss man halt wissen. Aber es hilft mir ja nicht, wenn ich den Ort nicht kenne. Nicht? Also, hier stehen ja auch irgendwelche Orte. Aber Sisglück, Sisk, Savar hilft mir halt auch nichts. Also, klar, wenn man immer dahin fährt, dann weiß man das, dann kennt man das. Aber ich kann damit nichts anfangen. Ich brauche handfeste Sachen wie eine Flagge. Eine Top-Länder-Domain ist mir immer am liebsten. Weil man die wirklich haargenau zuordnen kann. So, da haben wir doch was. Nihir Bodani und Nihir Gehirsi. Ist das jetzt so viel besser? Darauf trinke ich erstmal was. Prost. Ninza. Nee. Warum können wir nicht einfach ein Papa sein? Das wäre so einfach. Das hatte ich schon gesehen. Oder warum nicht einfach in Budapest? Niribodani. Nagalyku Nirigahasa. Hier, das hier, nicht? Nirigahasa. Und das liegt Richtung Süden. Also sind wir irgendwo hier. Gut, ich weiß nicht, wie sehr südlich. Keks. Nee,
Wir haben Nagyhalazaz Richtung Norden. Nihibodani da. Und das ist Richtung Osten. So, das ist Richtung Osten. Das ist Richtung Süden. Jetzt müssen wir nur noch Nügyl-Halazaz da. Okay, wir sind also gerade hier. Das sieht aber nicht so aus, als ob wir da sind. Die Straße sieht eigentlich besser aus, nicht? Autoservice. Ah, passt schon. Bekani Tasa? Wie heißt du? Schreib ins Buch. Nenne mir deinen Namen. Nipiri Kafti. Kafti auf jeden Fall. Gut, vielleicht heißen die inzwischen auch anders. Autobald. Hier wäre Bold. Haben wir einen Straßennamen? In Ungarn nicht, oder? Die fahren nicht über Grenzen, die Busse. Okay, naja. Aber ist ja auch irgendwie bei uns manchmal so. Also, du fährst ja auch nicht über alle CD-Sec über alle Grenzen. Das muss ja immer im Verkehrsverbund sein, nicht? Okay, aber wir gehen mal zurück. Jetzt müssten wir ja finden, wo wir hier sind. In Kodagi. So, das heißt, wir sind hier und wir fahren gerade Norden-Osten, wir fahren von Osten rein. Das war easy. Und wir sind am Kreisdingens. So, das heißt, wir stehen hier. Und zwar haargenau. Wir stehen sogar rein in die Dosagü. Da stehen wir. Die nach Süden geht. Perfekt. Bango Bongo, 0,93 Meter. Jawollo, lololololo. Und damit die Final Results. Fertig. Wir waren in Griechenland. Doch Griechenland, aber Kreta. Okay. Vielleicht muss man Kreta gesondert ablösen. Oder er hat doch Griechenland nicht ausgeschlossen. Egal, Glück gehabt, dass wir 14 Minuten gebraucht haben dort. Dann Österreich 15 Minuten, ja gut, weil ich aus Versehen Sachen gemacht habe, und Ungarn 12 Minuten, insgesamt 42 Minuten. Ich würde sagen, das ist eine gute Durchschnittszeit, so 40 Minuten rum gefällt mir immer sehr gut, und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal, zur nächsten Runde wieder.